Da kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge, natürlich hier auf einem wunderschönen Kanal. Wir sind jetzt bei 52.000, also Halleluja, da haben wir jetzt ziemlich Geld verdient. Im letzten Part, wer natürlich da was verpasst hat, hat es verpasst. Wir waren ja jetzt das einmal in der Überlegung, bei Technik hier. Da haben wir, genau der hier. 42.000, damit das in Silage gern kann. Ah, das heißt, wir brauchen noch eine Ballenmaschine. Die kostet 58. Ja, da hier hinten, die sind aber ziemlich teuer, 78. Gut, also. Oder kaufen wir uns einen. Wie teuer sind die Trecker? Vielleicht verkaufen wir auch uns einen Trecker. Den Hühlmann will ich nicht. So, den Power haben wir einmal, der kostet. Oh. Und den haben wir auch einmal. Oh, das ist ja Geld. So, meine Maus spinnt immer noch rum. Und zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich die Gamescom schon beendet habe. Wir werden erstmal die Tiere, glaube ich, ein bisschen. Wir gehen erstmal. Halt, wir wollten ja. Hier. Und zwar. Nehmen wir den hier. 10 Meter ist so viel, 8 Meter und der hier ist, weiß ich nicht wie lang. Ich wollte eigentlich auch. Aber da komme ich nicht hoch. Das war die Scheiße. Gut. Wir gehen zu den Tieren. Wir kaufen uns so ein Anhängerchen. Und dann können wir sie selber transportieren. Kaufen. So. Da steht er. Und dann machen wir eben das. Da sind wir erstmal an den Tieren dabei. Können wir den noch irgendwie konfigurieren? Was können wir machen? Radsetup. Motorausführung. Aber welchen habe ich jetzt drin? Ich habe den 150 mit 108 PS. Ja, ist der meiste. Okay. Gut, okay. Ne, da geht eben eine 26, würde ich noch für den bekommen. So 28, das heißt, wir können uns wieder unsere 6 Schafe holen. So. So, und als nächstes kommt dann die Silage. Oh, da war ein kleiner Leck. Die Silage ist natürlich aber auch eine Sache für sich selber. Finde ich. Weil diese Silageballen habe ich auch noch nie gemacht. Dadurch, dass man noch diese Ballenpresse zu brauchen und alles. Ich weiß auch nicht, ob diese Folie nochmal extra Geld kostet. Das wird ja auch nochmal spannend sein. Ich finde es auch lustig, dass meine Beste mich mal wieder blockiert hat. So.
Dann gehen wir uns jetzt mal Tiere kaufen. Auch wenn der Transport oder sowas ja kein Geld großartig kostet. Die paar hundert, aber mir geht es um den Prinzip. So. Wir versuchen das mal ein bisschen ordentlich zu machen. Okay, ist schon verkackt. Ja, gut, passt. Ja. Schafe. Zähne passen rein. Und wir können 7 einladen. Passt, freut mich. Bestätigen. Und da haben wir unsere Schäfchen drin. 7 Stück. Schade, dass sie sich nicht bewegen, aber ich glaube, das wäre für die Macher des Spiels eine große Herausforderung. Wenn die sich jetzt auch noch bewegen sollten. Also es sind ja jetzt bloß starre Figuren. Ja, aber schade ist es trotzdem. So. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt am dümmsten fahren. Und danach bin ich auch so ein paar. Ich hätte jetzt schon abbiegen können. So. Wir fahren hoch auf die Straße. Ja, eigentlich ergibt das keinen Sinn. Nicht auch zum Hof fahren können. Obwohl es ist noch. Boah, Face. Ne, wir können auch noch was ähnliches spielen, dann bin ich auch mal gespannt, wie das ankommt. Eigentlich müsste ich ja. Weil wir ein lebendiges Tier haben, lebendige Ware. Da muss ich schon sagen, die Texturen sind auch so geil. Ist schon geil gemacht. Das machen wir mal gespannt, wie der nächste Teil wird. Guck mal, wir können den Plan öffnen. Eine. Ja, sind 7. Was habe ich jetzt gemacht? Jo, alles klar. Ne, wir lassen ihn mal gehoben. Das ist ja mal geil. Jetzt war. Jetzt war ich ein bisschen in meinen Gedanken. Jetzt war ich ein bisschen verschwunden. ja, ich habe vielleicht ein, ja, Fehler. Naja, ach, keine Ahnung. So, wir fahren jetzt hier runter. Nee, wir müssen ja auch mal planen. Da müssen wir abplanen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Scheiße, wir kommen in das Teammenü rein. Gut, okay. So. Dann haben wir jetzt den 4-Anhänger, den können.
Ach, den hier unten bleibt er nicht, weil verkaufen werde ich eher weniger. Einen kriege ich da doch nie hoch auf den Anhänger. Mit viel, viel Geduld. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir lassen das jetzt mal. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Part. Einen werde ich jetzt noch aufnehmen und dann werde ich mal gucken, was ich noch so viel Spiel habe, die jetzt aufgenommen werden wollen. Ich sagen, ich versuche mal den Anhänger hier drauf zu packen. Dann können wir mal gucken, wie viel jetzt die Wolle hier bringt. Viel wird es wohl nicht sein. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.